Lieben, ich begrüße euch zu einem weiteren Video mit der Weiß 4 Palette und würde sagen, wir starten mal los. Mein ganzes Gesicht ist schon fertig, so ziemlich eigentlich. Und hier könnt ihr sehen, was wir heute vorhaben. Und zwar habe ich die beiden Farben. Hier, das ist einmal, diese Palette ist so dreckig, Pandemonium. Das ist dieser lila Ton hier, der sich nicht so richtig zeigt. Und dann haben wir hier Flame gemischt und da ist so ein lila Ton rausgekommen, lila braun, das mir ganz gut gefällt und das möchte ich heute als All Over the Lid Color benutzen. Und hier ist nochmal so eine kleine farblich passende Auswahl, auch aus der Weiß 4, die hoffentlich irgendwie komplementär, nein, nicht komplementär, aber die hoffentlich gut dazu passt. Ich würde sagen, wir starten mal los mit der Crease-Farbe. Ich habe erst überlegt, Bitter zu nehmen, aber das war mir dann doch zu warm. Deshalb werde ich hier das hier nehmen, das ist Grip. Kennt ihr ja auch schon. Das mache ich auf so einen großen Pinsel, klopfe den ordentlich ab und suche mir dann mal einen Spiegel. Einfach nur so als Transition Shade, damit ich hoffentlich später keine Blendeprobleme mehr habe. Es kommt ja doch des Öfteren mal vor bei dieser Palette, dass ich gerade bei den dunkleren Farben, die ich gerne in die Crease packe, das ein oder andere Blendeproblemchen habe, trotz Transition Shade. Aber egal, wir hoffen heute mal auf das Allerbeste. Und ich muss sagen, mein letzter Eye-Look mit selbst angemischter Farbe quasi, den fand ich ziemlich spektakulär, hat mir gut gefallen, war aber nicht besonders alltagstauglich und ich hoffe, dass es heute ein wenig alltagstauglicher wird. Es ist jetzt noch relativ früh am Morgen, das könnt ihr höchstwahrscheinlich auch schon daran erkennen, wie ich rede, dass ich so ein bisschen noch so da hänge. Ha, genug davon und ich nehme mir jetzt mal so einen flachen Pinsel und mache den feucht und dann würde ich sagen, starten wir auch schon los mit dem Anmischen dieser Farbe aus dieser und dieser hier. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das denke, damit es dann hinterher auch gut aussieht und tatsächlich diesen bräunlich-lilanen Ton kriegt. Gehe jetzt halt mit meinem feuchten Pinselchen abwechselnd in die Farben. Ich weiß, das macht ziemlich viel Dreck, aber was will man machen? So, versuchen wir es mal. Oh, so schlecht finde ich es gar nicht. Es gibt jetzt halt so einen richtig dreckigen lila Ton, bei dem das Rötliche von Flame ziemlich gut rauskommt, finde ich. Mit goldenem Schimmer. Ja, ist keine schlechte Farbe auf jeden Fall. Ich mache meinen Pinsel nochmal feucht. Und jetzt wird es mal wieder richtig, wenn ich da versuchen muss, diese Zufallsfarbe wieder erneut anzumischen. Bin mir nicht sicher, ob das klappen wird, aber ich versuche mein Bestes. Naja, sollte so ungefähr passen. Oh, halbwegs. Misch, glaube ich, dann gleich auch nochmal neu und gehe dann mit der Farbe über beide Lider nochmal drüber. Ich weiß genau, dass ich dieses Mischen von Farben früher ziemlich oft gemacht habe. Und irgendwann dann gar nicht mehr. Und ich kann nicht mal sagen, warum. Weil schlecht ist es eigentlich überhaupt nicht, sondern vielmehr eine gute Sache, wenn man aus den Dingen, die man hat, irgendwie immer wieder quasi was Neues zaubern kann und das dann immer ein bisschen anders macht. Finde ich eigentlich gut. Und es führt auch so ein bisschen weg davon, dass man denkt, man müsse jetzt irgendwie einen Farbton
sich vielleicht kaufen extra oder so für einen Look. Manchmal kann man sich die halt auch anmischen, selbst. Indem man eben einfach zwischen den verschiedenen Farben hin und her geht. Das ist ganz bestimmt nicht so komfortabel, wie wenn man die Farbe jetzt eben so hat. Aber auf jeden Fall eine Möglichkeit, was zu sparen. Ich finde die Farbe jetzt ziemlich cool. Bin nur ein bisschen besorgt, dass sie doch ein bisschen anders aussieht als auf der Hand. Jedenfalls so ein Smüh. Sieht so aus, als wäre mir von dem Flame ein bisschen mehr da reingerutscht. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich da... Naja, aber ich denke, dunkelbraun wird trotzdem noch passen. Oh, selbst überlegen. Die Sache mit diesem hier, das ist Underhand. Ich finde den genial, aber ich finde, das ist für diese Rotgeschichte hier irgendwie zu blaustichig. Könnt ihr das sehen? Das hat ja diesen genialen Schimmer. Und da bin ich ein bisschen... Ich nehme jetzt hier mal den kleinen Pinsel von Zoeva, den Detail Shader und gehe in Delete. Das ist dieser matte Braunton, der interessanterweise recht kühl ist. Und versuche damit mal das äußere V nachzudunkeln und dann ein bisschen davon in die Crease zu packen. Funktioniert schon mehr so medium gut. Ich glaube, ich habe ein bisschen den falschen Pinsel dafür und keine Geduld. Und da kommen ja wieder Dinge zusammen, die vielleicht besser nicht zusammen werden. Ne? Blenden. Versuchen wir. Immer ein bisschen eine Qual mit diesen Tönen. Und es ist ja nicht so, als wäre überhaupt kein Produkt mehr auf dem Pinsel, ne? Klar, ich habe es eben abgestreift und aber trotzdem. Und trotzdem sieht hier müheloses Blenden auch mal anders aus, ne? Weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber ich sehe da noch ziemlich starke Linien, das nervt ein bisschen. Aber es ist ja auch nicht mehr für die Ewigkeit. Hoffe ich zumindest. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass das, was ich heute noch vorhabe zu filmen, auch klappt. Dann bekommt ihr nämlich die meine Schminke-Videos. Wenn es jetzt zu den interessanten Lippenprodukten kommt, also für mich sind die interessant, ich mag nämlich total gerne Lippenprodukte. Und dann bekommt ihr hoffentlich auch Swatches dazu. Also nicht nur auf dem Arm, sondern auch auf den Lippen. Und da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, das klappt alles und oh Gott, das pudert und stappt ja alles rum. Und das fände ich ziemlich cool. Würde mir gut gefallen. Und ich habe mir überlegt, es so nach Kategorien zu machen. Also sagen wir mal Lipgloss, Nude-Töne, je nachdem wie viele es sind, auch Rottöne und bunte dann. Das muss man mal schauen, weil ich verwahre die ja sowieso separat. Wow, hier wird es gerade ziemlich full glam dunkel. Ich bin gerade am überlegen, was ich noch tun kann. Ich würde sagen, ich packe mal was in die Crease. Falls ich... Ah ja, hier genau. Mein Pastillenschichtelchen finde. Weiß ist okay, ne? Muss jetzt nicht rosa sein. Weiß reicht. Ich glaube, ich muss hier auch noch mal drüber blenden oben,
um ein bisschen Kraft wegzunehmen von diesem ganz dunklen Look. Ich hätte so richtig Lust auf was Grünes hier. Aber ich weiß nicht so genau was, um ehrlich zu sein. Also nehmen wir mal Creme Brûlée von Wet n Wild. Den habe ich mal aus meinem, wie heißt es, aus diesem Täschchen, wo ich meine Single Eyeshadows verwahre, genommen und gedacht, benutze den doch mal, bevor du immer hier das Selected Sheer Press nimmst. Das ist eine reine Faulheitsreaktion eigentlich, weil ich das ja jeden Tag benutze, um mein Gesicht zu machen ohnehin, und dann steht es halt da und dann muss man nicht kramen nach irgendwas. Das ist, glaube ich, sowieso der beste Benutzertrick überhaupt. Lass es draußen und räum es nicht weg. Weil alles, was draußen ist, siehst du und benutzt du, und die meisten Sachen, die in der Schublade sind, die sind da so ein bisschen zum Sterben hingelegt. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, dass ich die Sachen, die ich jetzt so weggeräumt habe, eher weniger benutze, bis auf einige Dinge, wo ich einfach sage, wow, ich brauche genau das. Aber das sind dann so zum Beispiel dieser, der ist auch immer in Griffnähe, dieser Dazzle Shadow Quad von MAC, weil ich den halt einfach ständig irgendwo draufknalle und jo. Was machen wir denn jetzt? Ach, ist alles so kompliziert heute. Müde, da nervt mich eh alles. Komplementärfarbe wäre gut, muss aber nicht sein. Ich habe heute irgendwie auch so Lust auf so eine 90er-Geschichte. Ich versuche mal was zu swatchen. Ja, ich glaube, das machen wir. Das hier ist Crowbar. Und den gebe ich jetzt mal auf die Lower Lash Line. Das ist so ein mit Goldglitzer dunkelgrüner Ton, der irgendwie, naja, auch so seine Schwierigkeiten mit Pigmentierung hat und Fallout, ne? Also es geht immer unheimlich viel raus aus dem Pfännchen und bleibt dann aber auch nicht am Pinsel haften. Ich glaube, da brauche ich heute keinen Kajal auf der Lower Lash Line. Ist ja auch okay, ne? Ich bin im Moment echt videomäßig relativ gestresst, weil ich versuchen möchte, diese ganzen Videos, die ich mit dem Editor bearbeite, zu drehen und fertig zu machen, bevor es den nicht mehr gibt, weil ich keine Ahnung habe, wie es dann weitergehen wird. Und im allerschlechtesten Fall schaffe ich jetzt unheimlich viele Videos aufzunehmen. Ich habe nämlich im Moment noch so eine Art Gleitzeit. Also schaffe ich es dann, möglichst viele Videos aufzunehmen. Und ihr seht die dann halt erst sehr, sehr spät. Leider. Aber ich weiß halt nicht so genau, wie ich es machen soll. So, ich bin jetzt relativ zufrieden. Ich hatte heute Lust auf was Dunkles, 90er-mäßiges. Es ist so medium gelungen. Aber ich glaube, ist okay. Ich mache jetzt mal ein bisschen Liner und Mascara und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, ich bin fertig. Ich habe Liner benutzt und einen Haufen Mascara, wie ihr sehen könnt. Liner heute waren hier. Einmal von Essence, der Super Fine Eyeliner Pen, und dann von MAC Makeup Art Cosmetics James Calliados. Dieser dicke Filzstift, die beiden zusammen habe ich heute benutzt. Und mein Mascara ist der Lash Paradise von L'Oreal. Ups, vielleicht mal so rum. Hm? Ja. Ich hoffe, der Look gefällt euch. Die verwendeten Farben waren hier einmal Grip, dann die Mischung aus Flame
Und irgendwas habe ich vergessen. Dann Delete in der Crease und auf der Lower Lash Line ist dieser Grünton mit goldenem Glitzer. Ich bin fertig, ich bin zufrieden und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ein Review zu der Lash Paradise sehen wollt, dann verlinke ich euch den irgendwo hin. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, auch gerne ein Abo. Und bis bald. Ciao.